Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet über die Partnervereine der DBAG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Heute Rückblick, so lief die Hinrunde für Berlin, Frankfurt und Hoffenheim. Ausblick, die Frauen-WM 2011 in Deutschland. Und im ausführlichen Gespräch Elf-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster. Kruse und Köster, unser Duo in Sachen Fußballkultur 2010. Axel Kruse traf den Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, zum Rückblick auf das Fußballjahr. Ihr Spielfeld, der Hauptbahnhof in Berlin. Ihre Taktik, Kruse gibt die Vorlagen, Köster netzt ein. Mit Worten, versteht sich. Philipp, ein interessantes Fußballjahr geht zu Ende. Fußballweltmeisterschaft, toll in Südafrika. Was waren denn deine Höhepunkte in diesem Fußballjahr? Also der Abstieg meines Lieblingsvereins Arminia Bielefeld auf keinen Fall. Ansonsten natürlich die Weltmeisterschaft. Also ich bin ebenfalls skeptisch dahin gefahren, habe mir überlegt, um Gottes Willen, hoffentlich schaffen sie zumindest das Achtelfinale. Und dann wurde es das Halbfinale und wirklich berauschender Fußball. Also die Weltmeisterschaft und die Nationalelf, das ist tatsächlich das, was uns, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird von 2010. Ich würde mal sagen, Elf Freunde ist ja so ein Magazin für Fußballromantiker. Jetzt gab es in diesem Jahr eine ganze Menge Demonstrationen gegen Eintrittspreise, dann Erhalt der Fankultur. Entfernt sich ein bisschen der Fußball von den Fans? Er muss zumindest aufpassen. Natürlich sind die Eintrittspreise ein großes Ärgernis. Auch, dass sich der Fan eigentlich nicht mehr so richtig ausleben kann im Stadion. Man weiß, es gibt ein paar problematische Fälle, aber insgesamt müssen die Fans, glaube ich, wieder mehr mitgenommen werden in dem ganzen Dialog. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass das bezahlbar bleibt. Also 20 Euro für einen Stehplatz, das ist einfach zu viel. Man sagt jetzt auch, ja, in der Fußball-Bundesliga, man braucht Geld, um erfolgreich zu sein. Wenn man jetzt sieht, Mainz, Freiburg, Hannover, die haben nicht so viel Geld, aber Top-Trainer. Zeigt das, dass die Vereine eigentlich in die Trainer investieren sollten? Das sollten sie. Wenn man so schaut, dass wahnsinnig viel Geld für Spieler ausgegeben wird, aber die Trainer, die werden natürlich auch nicht arm, aber nicht so viel Geld bekommen, dann merkt man schon, wie wichtig einfach ein Übungsleiter ist. Also der Erfolg von Mainz 05 ist ein Erfolg von Thomas Tuchel, der die Mannschaft zusammengestellt hat, der vor allen Dingen auch mal der Jugend vertraut hat. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich in der Bundesliga. Insofern, wenn man ein bisschen mehr auf die Trainerausbildung noch achtet, wenn man vor allen Dingen auch mal schaut, dass man nicht jedem dahergelaufenen Spieler gleich mal 3 Millionen in den Hintern stopft, dann ist das schon ganz okay. Alles blickt auf die Trainer, auch bei der Eintracht, in Hoffenheim und bei Hertha BSC. Den härtesten Job hat wohl Markus Babbel. Der Bayer in Berlin ist zum Aufstieg verdammt. Dafür wurden er und immerhin 10 neue Spieler im Sommer geholt. Ganz wichtig für Babbel, die Fans sollten nach dem schmerzhaften Abstieg gleich wieder versöhnt werden. Müssen wir eben versuchen, sie wieder hinter uns zu bringen. Da müssen wir eben in Vorleistung gehen mit guten Leistungen. Aber eins ist klar, wir schaffen das große Ziel eben nur gemeinsam und da brauchen wir unsere Fans. Und die zogen mit. Hertha freut sich über einen Schnitt von gut 40.000 Zuschauern pro Heimspiel. Auch sportlich läuft's. Mit einem Sieg in Augsburg können die Berliner Weihnachten auf Platz 1 feiern. Nur Gewinner gab's beim DB-Fankick. Spielzug rief zum Duell der Hertha-Legenden Axel Kruse und Zecke Neuendorf. Und 11 Auserwählte durften mitkicken. Nur ein Höhepunkt der Hinrunde. Wir waren dabei beim DB-Fußballcamp in Hoffenheim und in Frankfurt. Gaben Gas mit Fabian Lustenberger im Elektrorenner der Bahn. Und schauten Tom Starke beim Umzug mit DB Schenker über die Schulter. Hoffenheim haderte zwar mit Schiedsrichtern und Gegentoren in letzter Minute, erlebte aber trotzdem eine gute Hinrunde. Ja, also zu Beginn der Saison haben wir ja gesagt, dass wir auf jeden Fall besser dastehen wollen wie letztes Jahr und vor allem ja, einen konstanteren Fußball spielen, ohne große Schlagzeilen neben des Platzes, sondern eher, dass wir dann für Schlagzeilen auf dem Platz sorgen wollen. Und ich denke, das ist uns, wenn man jetzt mal so ein kleines Resümee ziehen kann, der Vorrunde bisher ganz gut gelungen. Bei der Eintracht darf zum Fest Feierlaune aufkommen. Das gute Niveau der Vorsaison wurde gehalten und im DFB-Pokal mischt die Eintracht auch noch mit. Uns zeichnet aber noch aus, dass wir allgemein kompakter stehen, dass wir unserer Stärke vertrauen. Das ist einfach das Fußballspielen. Klar wissen wir auch, dass es nicht nur mit Fußballspielen geht, dass wir erstmal ja, die Zweikämpfe suchen müssen. Das kriegen wir dieses Jahr super hin. Die Rückrunde wird auf jeden Fall spannend. Frankfurt will 50 Punkte, Hoffenheim vorne rein in die Spitze und Hertha den Aufstieg. Ja, ein großes Thema war Hertha BSC in diesem Jahr, aber ein anderes war die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die ging an Katar. Viele Funktionäre haben das kritisiert, zu Recht aus deiner Sicht? Man muss das nicht mal abwarten. Natürlich sagt man, halbe Größe von Brandenburg, kein richtiges Fußballland. Um Gottes Willen, was soll das werden? Andererseits, die Stadien sind state of the art. Wenn man sich das anguckt, denkt man, wäre eigentlich ganz schön, wenn die wirklich gebaut würden. Und das ist tatsächlich der ganze arabische Kulturkreis, der jetzt mal auch in Genuss einer WM kommt. Also wenn man immer nur sagen würde, Tradition, Fußballtradition, dann wären es wahrscheinlich wirklich nur Frankreich, England, Deutschland und Brasilien. Das kann es ja auch nicht sein. Insofern, man sollte vielleicht nicht vorverurteilen.
Eine WM gibt es im nächsten Jahr, 2011, die Frauen-WM hier in Deutschland. Erwarten wir ein neues Sommermärchen? Ich hoffe mal, dass es nicht das Sommermärchen Deluxe wird mit 8:0, 9:0 und 15:0 Siegen. Da sagen sie jetzt immer alle, ja, das wird viel knapper bei der WM und es gibt keine Kleinen mehr. Also ich hoffe, dass es ein paar richtige Gegner für die deutsche Elf gibt. Dann könnte es ganz spannend werden. Und ich glaube, es wird schon das Ereignis des Sommers 2011 werden, die Frauen-WM. Bist du ein Fan vom Frauenfußball? Schwierig zu sagen. Einerseits finde ich es ganz nett, andererseits ist es aber auch so, dass man als Anhänger des Männerfußballs groß geworden ist. Und also ich glaube, man sollte dem Frauenfußball nicht den Gefallen tun, ihn die ganze Zeit mit Männerfußball zu vergleichen. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, sondern das eigenständige Sportart begreifen. Dann kann man durchaus Anhänger dieses Sports sein. Als nationaler Förderer freut sich die Deutsche Bahn ganz besonders auf die Frauen-WM. Ein Vorbote dieser Vorfreude fährt seit einigen Wochen quer durchs Land, ein ICE-3 im WM-Design. Der Vorstandsvorsitzende der DBAG fiebert den Spielen der deutschen Mannschaft schon entgegen. Ich versuche fast bei allen Spielen dabei zu sein, weil ich muss sagen, ich finde es einfach toll, auch hier insbesondere den Frauenfußball zu unterstützen. Da stehen wir voll hinter und ich möchte es auch durch meine persönliche Anwesenheit zum Ausdruck bringen. Steffi Jones, Präsidentin des WMOK, bastelt täglich am nächsten Sommermärchen, das natürlich mit dem dritten WM-Titel nach 2003 und 2007 enden soll. Wir als OK, ich als OK-Chefin sage, wir wollen Weltmeister werden. Das wünsche ich mir. Die sportliche Leitung wird das mit der Mannschaft machen. Und als DFB und OK sind wir eins, also wir wollen Weltmeisterin werden. 2011 ist wieder WM in Deutschland, ein Garant für ein aufregendes neues Fußballjahr. Philipp, wagen wir noch mal einen Blick nach vorn. Ist der BVB überhaupt noch aufzuhalten in diesem Jahr? Also wenn man sich den Punkteabstand anschaut, dann auf keinen Fall mehr. Zumindest nicht vom FC Bayern. Ganz, ganz, ganz eventuell noch von Leverkusen. Aber da müsste sich Dortmund schon eine richtige schwächliche Periode leisten. Also von daher, Dortmund wird es dieses Jahr. Worauf freust du dich besonders im Fußballjahr 2011? Auf den Nichtabstieg von Arminia Bielefeld, meinem Heimatverein aus der zweiten Liga. Die sind mich noch weiter durchgerutscht. Nee, ansonsten freue ich mich vor allen Dingen darüber, dass Mainz möglicherweise seine Form hält, möglicherweise auch Eintracht Frankfurt und Hannover 96 noch weiter da oben ein bisschen mitmischen. Also ich glaube, das wird noch ganz schön spannend 2011. Philipp, du hast uns auch noch was mitgebracht, liebe Zuschauer. Sie können gewinnen ein Jahresabo von 11 Freunde. Schicken Sie uns einfach eine Mail an die unten eingeblendete Adresse. Philipp, ich danke dir für den Auftritt und vor allen Dingen für dich und liebe Zuschauer, für Sie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten natürlich. Wir sehen uns wieder pünktlich am 14. Januar zur Rückrunde. Bis dahin. Tschüss. Ich wünsche allen Spielzug-Zuschauern einen guten Rutsch und fröhliche Weihnachten. Für alle Zuschauer eine ruhige und besinnliche Winterpause. Bis zum Rückrundenstart am 14. Januar.